Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum ersten Coop-Mittwochstudio im Jahr 2005. Ein paar Sachen sind anders. Wir haben ein neues Dekor und vor allem einen neuen Chef. Und das bin ich. Nicht? Jetzt weht ein anderer Wind. Das ist mein Revier, mein Wort gilt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, heute gibt es Kackets mit Hörnli, dann gibt es heute Kackets mit Hörnli. Susanne, was gibt es heute? Wurstagum mit Grießschnitten. Ist auch gut. Das ist übrigens Susanne Vicky van Kils. Das ist holländisch, gell? So ist es. Ja, ja, voilà. Guten Abend miteinander. Heute erwartet Sie ein typisches Januarloch-Menü mit. Vielen Dank, Susanne. Kamera 1, schnell mit meinem Mikro bitte. Drehfehler ist schon passiert. He? Ich war nicht im Bild hinein. Im Zweifelsfall immer auf dem Chef. Ist das klar? Okay. Susanne, bitte weitermachen. Dankeschön. So machen wir jetzt unser Wurstragout mit den Grießschnitten. Und für das habe ich diese Zutaten eingekauft. Vor allem brauche ich dann eine Bauernbrotwurst. Für die Wurstragout-Masse habe ich die Brotwurst aufgeschnitten, gehäutet, trainiert, mit Kalbsbrät und mit Peterli gemischt. Und jetzt mache ich hier so schöne Kugeln, etwa so Baumnussgrösse, und wende sie im Mehl innen. Dann schön im heißen Brotbutter innen ausbraten. So, selbstverständlich mache ich die anderen dann auch noch. Und anschliessend dämpfe ich dann das Gemüse auch noch. Hier habe ich Sellerie, Knollensellerie, Zwiebeln und Pilz mit dem Tomatenpüree gut andämpfen und dann wird es weich gekocht. Und Susanne, läuft's? Tipptopp. Das ist halt, wenn man mit Profis zusammen schafft. Titi. Dankeschön. Voilà. So, machen wir weiter. Wir haben hier den Grießbrei gekocht mit Milch, Butter, mit Salz, Pfeffer und Muskat. Mhm. Die Grieß dreht hier, leicht abgehauen und jetzt kommt das Ei und der Käse rein. Aha. Schnitt. Okay. Was ist denn drin Sinn? Was? Morgen ist doch 3 Königs da. Stimmt. Genau. Was machen wir? Ein Dessert. Ein 3 Königskuchen. Super Idee. Schau, ich habe keine Zeit. Wo ist man? Dort hinten. Also. So, das schön verrühren. Und jetzt kommt das in eine butterte Form rein und wird dann gebacken. So schön noch flach streichen. Prima. Du Susanne, haben wir irgendwann noch eine Chance? Dort hinten. Okay. Ich bin gerade da. Sie können in der Zeit schnell unseren Beitrag über Bauernbrot wirst du anschauen. Der Bell ist der grösste Fleischproduzent der Schweiz. Aber nicht nur, wenn es um die Wurst geht. Auch Fleisch, Geflügel und Convenience-Produkte haben wir im Sortiment. Bei Bell werden aber auch immer wieder Spezialitäten entwickelt, wie zum Beispiel die Bauernbrotwurst. Nach einem Rezept, das man schon vor Jahrhunderten bei den Metzgen gebraucht hat. Es ist eine rohe, grobkörnige Brotwurst für auf den Grill oder in die Pfanne. Saftig und würzig im Geschmack. Wir verwenden ausgesuchtes Schweinefleisch, kernigen Speck, Kochsalz, Äpfelwein, Pfeffer und verschiedene Gewürze, wie zum Beispiel Koriander, Marzis, Majoran und zum Abrunden noch Kümmel. So wollen wir die Tradition der Metzger wieder aufleben. So, und die Grießschnitte waren jetzt 20 Minuten bei 220 Grad drin. Können wir sie aufschneiden und jetzt kommt das Wurstragout dazu. Da habe ich noch Bouillon dazu geleert und miteinander aufgekocht. So, da müssen wir natürlich noch ein paar Fleischkugeln haben. Schmeckt es bedeutend besser. So, das wär's. Und dann tun wir noch den Peterli dazu. Das ist ja auch das Kräutchen, das drinnen ist. So. Und das Rezept können Sie nachlesen in der Coop-Zeitung oder im Internet. So. Und was ist denn das? Das ist mein 3-Königskuchen. Das ist doch kein 3-Königskuchen. Mal, dass es ein weißer König drin versteckt. Und ein 3-Königskuchen hat sich so einzelne Stückchen wieder eins abbrechen und irgendjemand ist der König drin. Aha, jetzt. Da ist dein Stück. Und? Hast du ihn? Mm-mm. Nicht, hey. Schade. Vielleicht habe ich mehr Glück. Warte mal. Wir schauen mal, wie wirklich so ein 3-Königskuchen in der Goldbäckerei entsteht. Morgen ist es wieder soweit. Zur Erinnerung an die 3 Könige und den Stern von Bethlehem machen die Coop-Bäcker wieder die traditionellen 3-Königsküchen.
In Coop Natura Blanc Qualität und in zwei Grössen. Das Wichtigste dabei ist aber das Figürchen, das in einer von den sechs Kugeln versteckt wird und bestimmt, wer das Glück hat und sich einen ganzen Tag lang die Kronen aufsetzen darf. Ich weiss, die Krone ist nicht unbedingt nötig, um zu zeigen, wer da innen der Chef ist. Das weiss man. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, meine Damen und Herren, das wäre es gewesen, dann sagst du, Susanne. Jetzt kommen noch die Aktionen. Genau. Coop Naturaplan Schweinskotelett sind 30% günstiger. Das Netz Clementine ist 30% günstiger. Und die Bell Bauernbrotwürste sind auch 30% günstiger. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Jetzt, wo wir die Aktionen gesehen haben, kommt mir gerade noch ein Geschichtchen in den Sinn. Auf Wiedersehen miteinander und einen schönen Abend. Ade. Das gibt's aber nicht. Jetzt habe ich mein Gesicht erzählt.